Servus, Freunde des schlechten Geschmacks und der seichten Unterhaltung und willkommen zurück zu Shadow of the Tomb Raider, wo wir immer noch dabei sind, das Dorf zu plündern. Ihr wisst, was ich meine. Wir plündern. So. Wie seht, oh, hier ist auch noch jemand zum Quatschen. Ich gehe den ganzen Weg zu ihm und er sagt, er will nicht handeln. Ich hätte nichts, was er will. Stell dir das vor. Steht selbst in Abfall und Eingeweiden und glaubt, er kann so mit mir reden? Er hat gerade eine Kundin verloren. Ich gehe nie wieder zu ihm. Ich mache meine Geschäfte ab jetzt alle auf dem Markt. Okay, also irgendwo ist hier noch ein entfernter Händler. Wie ist er denn hier? Habe ich doch richtig gespürt. Vibrations. Oh, guck mal, da die fette Mauer, Alter. Und ein riesiger, fetter Tempel. Und ein Adler. So, wer war dieser Yuppie, der oben stand? Der sah irgendwie anders aus als alle anderen. Der kleine Bub. So, hier sieht irgendwie wichtig aus. Ach, das ist so ein Panther, Puma, Pimmel, Pimpampum, Piffpapuffkrieger, glaube ich, ne? So, den Geier da oben, den würde ich mir gerne holen. Kann ich aber nicht. Ich kann nur Pfeile bauen. Mist. Mist und schade. Oh, das habe ich jetzt fast übersehen. Die Pilger erreichten den Zusammenfluss zweier Flüsse und entschieden sich dort anzusiedeln. Sie errichteten zwei Pyramiden und begannen ihr neues Leben als Beschützer der Schatulle. Mhm. Gründung von Petiti. So, hier hinten wir noch was. Weil mit dem Vogel, da quasseln wir auch gleich. Gucken, was er zu vermelden hat. Pass auf, wir haben in der Gegend einen Wolfsbau entdeckt. Aber vielleicht bist du ja genau deshalb hier. Wie meinst du das? Die Götter haben eine einsame Jägerin geschickt. Sehr passend. Viel Glück auf deiner Jagd. Ja, zufälligerweise war ich da schon, aber ist ja egal, ne? So, was haben wir hier? Mhm. Bin ich jetzt? Ach, jetzt bin ich wieder hier. Und ein paar Salat, sehr schön. Gut, ich warte mal, ob sie was zu sagen oder nicht. Frage, rennen hier auch Gegner rum? Sieht bis jetzt nicht da noch aus. Dann können wir uns jetzt mal umgucken.
Also ich vermute mal, das verlassene Dorf hier dient so ein bisschen als Tarnung. Um Paititi nicht zu finden. Ich habe den Ort gefunden. Er ist verborgen und schwer zugänglich. Wir scheinen dort sicher vor den Fremden zu sein, die uns in die Sklaverei zwingen wollen. Alte Dialekte. Kann ich das mittlere Yucateco-Monolithen entziffern? Map bitte. Hier war aber keiner davon, ne? Der nicht. Der auch nicht. Ich bin mir nicht mal sicher, ob ich überhaupt schon einen gefunden habe. Von diesen Monolithen gibt ja ein paar hier, ne? Also 7 insgesamt. Da ist noch eine Karte. Gut, da oben kam ich noch nicht hin. Aber warte mal, wenn wir gerade hier sind, ne? Hier waren auch noch 2 Sachen, die wir nicht öffnen konnten. Lass uns doch mal... Ach, Mist. Ich kann die Krypta nicht markieren. Scheiße. Ich weiß ungefähr, wo sie war. Hier waren, glaube ich, waren hier nicht auch noch Sachen, die ich nicht öffnen konnte. Den noch nicht. Aber in der Krypta auf jeden Fall. Wenn wir jetzt gerade hier sind, dann können wir da eben schon mal schnell uns rüberhangeln. Sollte ja nicht allzu lange dauern. Hoffe ich. Da fehlt mir, weißt du, in so Herausforderungsgräber und so hast du immer ein Basislager. An den Krypten fehlt mir das auch noch so ein bisschen. Dann könnte man da eben schnell hinreisen. Dann hätten wir das nämlich schon. So, jetzt können wir auch wieder alles einsammeln, was hier nicht nagelfest ist. Schnell da rein. Da gab es ja jetzt eine Abkürzung. Pilz können wir verkaufen. Und zwar die da. Können wir nämlich die beiden Türen da unten aufmachen. Dann haben wir das zumindest mal fertig. Und mehr war hier, glaube ich, auch nicht. Wäre halt noch schön, wenn die auch markiert werden würden. Aber das ist offensichtlich zu viel verlangt. Du kommst zu Papa. Kleiner böser Käfer, du. So, dann haben wir nämlich hier, haben wir Jade. Bisschen mehr Licht wäre schön. Hier nämlich nichts. Ich sehe akut gar nichts. Und wenn ich schon wenig sehe, dann seht ihr noch viel weniger. Das kann ich auch sagen. So, dann haben wir jetzt nämlich alles. Und wenn ich mich nicht irre, brauchten wir das verstärkte Messer auch ganz am Anfang noch. Aber da brauchen wir erst zurückkehren, glaube ich, wenn wir die Dietrich-Funktion haben zum Schlösserknacken. Vorher ist das, glaube ich, recht sinnlos. Meiner Meinung nach, weil sonst müssen wir dann nochmal hin. Also ist das Quatsch. Und diese ganzen Conquistadoren-Kisten können wir nämlich auch nicht öffnen. Noch nicht. Oh. Das war jetzt aber gevatter Zufall, ne? Dachte, ich habe das jetzt kurzzeitig für eine Abkürzung gehalten.
Dabei war es gar kein. So, haben wir jetzt noch irgendwas? Hier haben wir noch ein Zettelchen. Das gehört auch noch mit zur verborgenen Stadt. Und das hier fehlt halt noch. Da ist keine Ahnung was drin. Ich vermute mal, an den Zettel da drüben werden wir auch nicht so einfach ankommen. Weil der bestimmt. Der ist auch eingeschlossen. Ja, toll. Oh Mann. Na gut. Wieso dreht sich die Kamera hier denn so scheiße? Guck, hier oben waren glaube ich auch noch nicht, ne? Nee. Wo sollten wir da hinschwingen? Haken an drei hängenden Quipos hängen. Okay. Na gut, dann gehen wir den Weg wieder zu. Warte. Nee, pass auf. Bevor wir uns hier zweimal durch Schlamm und durcharbeiten, machen wir eben eine Schnellreise. Das erste Mal. Und zwar würde ich sagen, mitten in die Town. Jo. Dann mal los. Ich vermute mal, wir sind hier auch dicht an der Schatulle dran. Wir werden sicherlich in dem scheiß großen Tempel drin sein. Nimmt sich das jetzt zeitlich irgendwas? Ich glaube, wir hätten noch zu Fuß gehen können, wären wir mindestens genauso schnell gewesen. Wenn nicht sogar schneller. Wieso vibriert es hier eigentlich? Deswegen. Alles klar. Ich habe das nur im Feuer gespürt. Ich dachte erst, das wäre das Feuer, aber nein. Das war es nicht. So, und dann würde ich sagen, gehen wir jetzt mal hier hin und quatschen mit ihm. Darf ich? Hallo? Vorsicht, muss ich durch. Hakan! Was ist das? Kultisten. Sie warten darauf, dass ihre Gottheit erscheint. Wenn die Katastrophen beginnen, wird der Gott Kukulkan geopfert, um die Sonne zu erhalten. Sonst kommt das Ende der Welt. Sie opfern einen Gott? Ihn zu opfern ist meine Pflicht. Doch der Führer des Kults will meine Position, um selbst zum Gott zu werden. Er glaubt, wir könnten aus der Welt ein von uns selbst erschaffenes Paradies machen. Die Welt neu erschaffen? Was? Ich hab das schon mal irgendwo gehört. Da ist er! Ich weiß, wer das ist. Das ist Dr. Dominguez. Seht her! Endlich besitzen wir das Werkzeug zur Einheit und Erlösung. In Kürze werden unsere Träume von Frieden und Geborgenheit zur Realität werden. Sie nennen ihn schon jetzt Kukulkan. Aber sein wahrer Name ist Amaru. Er kommt eigentlich von hier, doch wurde von Fremden aufgezogen. Die Menschen hier glauben an ihn. Aber du nicht. Mein verstorbener Mann Sahiri war sein Bruder. Sie hatten verschiedene Ansichten zur Zukunft Paititis. Nach dem Tod Sahiris ist Amaru vollkommen im Kult aufgegangen. Ihr habt bereits den Sturm gesehen. Und ihr befürchtet, dass noch mehr Katastrophen kommen. Ich versichere euch, dass Paititi für immer und ewig
überleben und gedeihen wird. Ich kenne Amaro. Wenn ihm wirklich gelingt, was er will, wird niemand, der an ihm gezweifelt hat, sein Paradies sehen. Er wird die Rebellen vernichten. Nicht, wenn sie die Schatulle nicht finden. Ja, wir müssen sie unbedingt vor ihnen finden. Vielleicht spürt Amaro noch ein wenig Vernunft und Liebe. Tod allen Verrätern! Sie werden ihre Strafe bekommen! Hakan, hör auf! Wir müssen zuschlagen, solange wir noch können. Die Gerechtigkeit wird am Ende gewinnen. Du darfst die Rebellion nicht für Gefühlsausbrüche riskieren. Ätzli, erkunde die Gegend. Wir treffen uns an der Bergkante. Letzte Warnung. Verschwinde. Folge Ätzli. Deine Kleidung wird dich nicht lange verstecken. Ich kümmere mich um die Schatulle. Versprochen. Weiß bestimmt auch keiner, wie wir im Gesicht aussehen oder so. Du warst gewarnt, friedlich zu bleiben. Ich war lediglich mit meinem Sohn spazieren. Amaro verliert langsam die Geduld. Es kommt nicht wieder vor. Okay, Amaro. Kannst du reden? Ja, ich bin mit. Dr. Dominguez stammt ursprünglich aus Paititi, wo Trinity seit dem 17. Jahrhundert eine Präsenz unterhält. Das einstige Oberhaupt des Hohen Rates, ein italienischer Kardinal namens Gualtiero de Luca Dominguez, sah großes Potenzial in dem kleinen Jungen und bildete ihn wie einen Sohn dazu aus, seine Nachfolge anzutreten. Er stieg in den Reihen von Trinity auf, bis er schließlich zum Oberhaupt des Hohen Rates wurde. Er verbrachte den Großteil seines Lebens außerhalb von Paititi, wobei er zwar häufig dorthin zurückkehrte, aber nie lange blieb. Sein richtiger Name ist Amaru, aber als Hohepriester des Kultes in Paititi wird er von vielen nur mit seinem Ehrentitel angesprochen, Kukulkan. Er brachte den Schlüssel von Chakchel aus Cozumel zurück und versicherte seinem Volk, er würde ihn zu dessen Schutz verwenden. Amaru will die Schatulle von Ixchel in seinen Besitz bringen, um Paititi vor den zunehmenden Gefahren der Außenwelt zu beschützen. Er liegt aber bereits der Verlockung der Macht, der Möglichkeit, die Welt nach seinen Vorstellungen neu zu erschaffen. Tja, ich sag's ja immer wieder, solche Leute sind nicht ganz dicht. Ucho im Lager, alles bestens. Dominguez ist hier. Er ist der Anführer des Kultes von Kukulkan. Dagegen kämpfen Unuratus Rebellen. Was? Er ist seit Jahren hier. Trinity kontrolliert Paititi. Wow. Ich gehe zum Auge der Schlange. Wir brauchen die Schatulle vor der nächsten Katastrophe. Ich soll jetzt da drüben hin. Da oben ist einer, mit dem ich quatschen kann. Hallo. Meine Frau ist sehr krank. Wie viele andere auch. Eine Krankheit von den Fremden. Jemand sollte was dagegen tun. Ich arbeite dran. Hallo, Ishik. Wunderschöne Tiere, nicht wahr? Lamas. So sanft. Oder das wilde Guanaco in der Wildnis. Es wird gern gestreichelt. Die Götter mögen das. Ich will in den Tempel. Kinder Autoritäten da, wo du herkommst, Ishik? Das gehört wohl einfach dazu. Grenzen austesten. Sind sie in Gefahr? Nein. Die Wachen drohen, aber als sie jung waren, haben sie auch Steine geworfen. Kann ich auch Steine werfen?
Von da kommt er. So, guck mal, hier ist noch was. Hier ist ein Köfer. Und hier ist auch noch eine Tür. Das ist einfach so ein bisschen Seil halten kann, ne? Irgendjemand hat dieses alte Walkie-Talkie zerlegt. Vielleicht wollte er es ja nachbauen. Ein EP, wow. So, wo geht's hier hin? Ah, Basel. Dorfhöhlen. Ich glaube, nichts hätte mich auf Paititi vorbereiten können. Die Menschen, ihre Geschichte, was sie erlebt haben und wo sie heute stehen. Wenn man ihn so hört, Amaru, Dominguez, Kukulkan will nur Paititis Sicherheit. Aber ich weiß, was er dafür tut. So viel Tod und Grausamkeit. Ich muss ihn aufhalten. Hm. Das musst du tun. Moin, nehmen wir mal mit, ne? Brauchst du eh nicht. Unuratu ging durch die Menge zum Thron, stellte sich jedoch daneben, ohne sich zu setzen. Warum glauben wir diese Lüge noch immer? Fragte sie die Menge. Kukulkan beherrscht diese Stadt und ich werde nicht länger lächeln und so tun, als wäre es anders. Ich werde keine Marionette sein, die auf seinen Befehl hin winkt und lächelt. Die Wachen schnitten ihr das Wort ab und führten sie fort. Dann rückten sie mit gezogenen Waffen vor, um die Menge aufzulösen. Nächster Monolith. Das ist sehr schön. Hier ist noch einer, mit dem wir reden können. Halt, Käfer und Holz. Bist du hier, um der Hektik der Stadt zu entfliehen? Sie wird jeden Tag lauter und überfüllter. Die Menschen verändern sich auch. Sie wollen immer mehr, ob Essen, Kleidung oder Schmuck. Ihre Blicke durchstreifen die Häuser ihrer Nachbarn und begehren, was sie sehen. Niemand scheint mehr mit dem zufrieden zu sein, was er hat. Das ist einfach zu viel. Manchmal möchte ich mich fortschleichen. Einfach in ein Boot steigen und den Fluss hinaufpaddeln. Ich würde es tun, aber ich kenne nur diesen Ort. Es wäre eine große Entscheidung. Ich muss wohl noch weiter darüber nachdenken. Danke fürs Zuhören. Eine Wolke hat sich schon verzogen. Also Gespräche schön und gut, mag ich, ist gar kein Problem. Fügt sich auch gut ins Spiel an, aber diese elendig langen Sachen, wie jetzt gerade, die müssen dann doch nicht sein. Meine ich zumindest, das ist ein bisschen übertrieben. Für meinen Geschmack auf jeden Fall. Na. Da oben ist noch ein Nest oder so was. Komm ich gar nicht hoch. Hätte ich da hochkrabbeln müssen? Ich glaube ja, ne? Dann muss ich leider nochmal runter. Nee, auch nicht. Hä? Soll ich denn da hochkommen? Verstehe ich nicht. Ich bin doof. Offensichtlich bin ich wieder doof. Komm da nämlich nicht hoch. Das hier sieht nach Schule aus. Halt. Können wir was mit diesen Lamas machen? Meine töten können sie nicht.
Kollege, du sollst jemand Dach aufs Haus bauen. Hilft bei Regen, habe ich gehört. Was ist das denn? Ich glaube, hier war ich schon mal. Oder? Du vielleicht auch nicht. Nee, kann ich sonst hier das Ding hier nicht. Die Bewohner der Anden haben die Webkunst über tausende Jahre hinweg perfektioniert. Diese Chuspas ist ein wundervolles Beispiel dafür. Aus Lama- oder Alpaka-Wolle gewebt und traditionell zum Transport von Kakaoblättern genutzt, zeigt sie die ganze Kunstfertigkeit des Webers oder der Weberin. Sie ist wunderschön. Ja, ganz toll. Ich muss aber noch jetzt bin ich ja hier schon wieder gelandet. Völlig falscher Weg. Entschuldigung, ich gehe mal eben zurück, wa? Ich vermute mal, da oben werde ich nicht reinkommen. Das ist bewacht, ne? Man könnte es versuchen. Oh, okay. Mit dem kann ich sogar reden. Tut mir leid. Niemand darf passieren. Benötigt Schlangenwache-Outfit. Okay. Das habe ich aber noch nicht. Wir brauchen das Schlangenwache-Outfit. Das haben wir noch nicht. Nehme ich auch noch an mich. Dankeschön. War ich unten schon? Anscheinend nicht. Sonst würde das Ding hier nicht noch stehen. Oh, guck mal an. Hier wird die Geschichte von Viracocha erzählt, des Vaters aller Schöpfung. Er erschuf den Himmel, die Erde, die Sonne und Sterne, den Mond, die Zeit selbst sowie sämtliche Lebewesen, einschließlich der anderen Götter. Viracocha galt zu Anfang als oberster Gott der Inka. Doch im Laufe der Zeit ging diese Ehre auf seinen Sohn Inti über, den Gott der Sonne. Seine Verbindung zum Meer behielt Viracocha jedoch bei. Wörtlich übersetzt bedeutet sein Name so viel wie Fett oder Schaum des Meeres. Na, schau mal einer, guck, was wir hier unter Wasser gefunden haben. Da ist nur eine fette Kiste. Das ist nur die Frage, wie soll ich da reinkommen? Wahrscheinlich hier, ne? Ja, mehr oder weniger. Ist die, die ist eingezeichnet, gut. Ich aber ehrlich gesagt auch nicht wieder rankommen soll. Wird vielleicht noch freigeschalten.
Na gut, dann würde ich sagen, gehen wir mal in die Richtung. Hätte mich ja der Bub auch gleich mitnehmen können. Alter, da war irgendwas. Ich kann immer noch keinen Bogen ziehen hier in der Stadt. Frosch-Totems. Ich weiß auch noch nicht, wie ich da drüben hinkommen soll. Jetzt hängen ja also auch noch Frosch-Totems rum. Ist ja fabulös. Isik, willst du eine Geschichte hören, die meine Mutter mir immer erzählte? Lieben gern. Du hast sicher die Becken in der Stadt bemerkt, oder? Weißt du, warum sie existieren? Nein, warum? Einst hatten wir eine sehr eitle Königin. Sie ließ diese Becken ausheben, damit sie stets ihr Spiegelbild sehen konnte, wenn sie durch die Stadt ging. Eines Tages kniete sie an einem der Becken, als ein Fisch auftauchte. Sie wurde sehr wütend. Das Kräuseln des Wassers hatte ihr Spiegelbild zerstört. Als die Königin den Fisch fangen wollte, fiel sie in das Becken und verschwand. Sie verschwand? Auf der Suche nach ihr wurden viele Gänge zwischen den Becken entdeckt. Sie aber blieb verschwunden. Es heißt, die Königin würde noch immer versuchen, den Fisch zu fangen. Danke. Eine interessante Geschichte. Gänge zwischen den Becken. Diese Becken zum Beispiel. Ein Dorfbewohner behauptet, er hätte auf den Straßen eine seltsame Kreatur gesehen. Er folgte ihr bis in eine ummauerte Gasse, wo sie verschwand. Eine Bürgerin berichtet von einem ähnlichen Erlebnis in der Oberstadt. Sie ist aufgewacht, als etwas versuchte, durch ein Fenster im ersten Stock zu klettern. Als sie schrie, ließ es sich auf die Straße fallen und verschwand. Ich bleibe an der Sache dran. So, warte, jetzt holen wir noch die Jade. Wir sind schon gleich drüber. Ich kann jetzt aber, wenn ich jetzt die Folge beende, muss ich auch die Aufnahme beenden. Deswegen, ich will mich nur kurz ein bisschen umschauen hier. Ist auch noch grundsätzlich ein Basislager. Und ein Herausforderungsgrab. Nichts zu vermelden. Ichtaka vom Kult von Kukulkan gelobt sein Leben mit dem von Yutu, einer Nachfahrin der Maya, zu verbinden. Da er selbst keine Familie hat, wird Ichtaka so lange bei Yutus Eltern leben, bis sie sich ein eigenes Heim aufgebaut haben. Yutu gelobt ihr Leben mit dem von Ichtaka zu verbinden. Sie wird ihm viele Kinder schenken, die sie im Einklang mit den Bräuchen ihrer beider Völker erziehen werden. Ausgang. Eingang. Gut, das machen wir jetzt aber nicht. Erkunden Sie, um den Eingang zu finden. Das tun wir jetzt nicht. Ich würde eher sagen, vielleicht in der nächsten Folge oder in der nächsten Aufnahme. Vielleicht dann gleich in der nächsten Folge oder wir machen erst was anderes. Wir schauen mal. Aber bis dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und fürs Dabeisein bei Shadow of the Tomb Raider. Und bis zur nächsten Folge. Ich bin der Mechaniker und ich bin raus. Tschüss.